Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in den NFL Epics. Es geht um Larry Fitzgerald und wir begleiten ihn zum 26. Oktober im Jahr 2014 zurück. Eine 3-Sterne-Herausforderung. In der zweiten Halbzeit, die jetzt vor uns liegt, sollen wir für mindestens 100 Passing Yards sorgen. Wir bekommen einen Bonus, wenn uns gleich beim ersten Drive ein Passing Touchdown in 4 Spielzügen gelingt. Wir sind wieder in den Farben der Cardinals unterwegs und es geht gegen die Philadelphia Eagles. Wir haben den Ball am 1. und 10 an der eigenen 20-Yard-Linie. Es steht 7-7 im dritten Quarter. Also zur Erinnerung, wir sollen in 4 Spielzügen einen Passing-Touchdown erzielen. Von der eigenen 20-Yard-Linie aus. Na, Mahlzeit. So, Cooper und Fitzgerald von links auf einer Slant. Johnson kommt von der anderen Seite. Und der bekommt den Ball. Und der ist schnell. Der ist physisch ganz, ganz stark. Bringt den Ball an die 32-Yard-Linie. Mit einem Play. Mal eben 48 Yard. So. Aber wir haben nur noch 3 Spielzüge. Wir müssen in die Endzone. Wir bleiben beim Double Slant. Das hat eben sehr gut funktioniert. Schauen wir mal, ob wir die Eagles damit nochmal erwischen können. Jetzt vielleicht über die rechte Seite. Amari Cooper mit dem Catch. Nein, ein Incomplete Pass. Oh weia, jetzt haben wir nur noch 2 Versuche. Nehmen wir den Tight End Attack. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten auf Ikutini. Fitzgerald 1 gegen 1. Wir riskieren's. Incomplete. Und jetzt muss der Ball in die Endzone. Und das gegen die Eagles Defense. Oh weia. Fitzgerald im Slot. Cooper links außen. Wir schauen, was der Safety macht. Der Ball geht zu Amari Cooper und der hat ihn. Oh, 80 Yards. Der Touchdown im vierten Play. Da haben wir es spannend gemacht. Meine Güte. Wir sehen den PET. Der ist gut. 14-7 führen die Cardinals gegen die Philadelphia Eagles. Im State Farm Stadium. Heieiei. So. Kickoff. Der Cardinals an die 5-Yard-Linie, die Eagles mit dem Return. Wir brauchen noch 20 Passing Yards in dieser zweiten Hälfte, um diese Challenge zu schaffen. Aber seien wir mal ehrlich, das sieht schon recht gut aus. 1. und 10. Wir müssen nur schauen, dass wir die Offense rund um Carson Wentz hier jetzt schnell genug wieder vom Feld bekommen. 1. und 10. Empty Backfield, der Running Back stellt sich als Receiver auf. Wentz wirft vollständig an die 26-Yard-Linie. Ein 2. Versuch und 7. Wir blitzen mit dem Mitblitz. Versuchen Wentz unter Druck zu setzen. Und der bleibt ganz cool, ganz sicheres Play. 1. Versuch und 10. An der 37-Yard-Linie. Wir bleiben in einer Man-to-Man-Defense jetzt mal. Wir spielen hier gerade mal so ein paar Fälle durch. Und das war stark verteidigt. Scott im Backfield getackelt. 2. und 11. Wieder ein Empty Backfield bei Carson Wentz. Und was für ein Hit gegen Zach Ertz, gegen den Tight End. Da hat es aber mal richtig gewimst. 3. Versuch und 4. Wir haben jetzt die Chance, den Drive der Eagles hier zu beenden. Und das gelingt nicht. Oh, ganz stark gespielt. Dallas Goedert, den haben damals die Eagles uns vor der Nase weggeschnappt bei der Draft. Da wurden die Cowboys, ja, über Turpel trifft es, glaube ich, richtig.
Das hätte der Nachfolger von Jason Witten werden können. Wir haben Jarbin. Der hat mit Sicherheit auch noch Potenzial, der junge Mann, aber Dallas Goedert, das wäre es schon gewesen. Zweiter Versuch und 4. Der Ball an der 27 Yard Linie. Die Eagles, die machen sich aber auch spannend. Gut verteidigt gegen den Run. Aber es ist ein dritter Versuch und 2. So, wir verteidigen gegen den Run durch die Mitte mit einem Blitz. Und das gelingt. Vierter Versuch und 2. Das ist interessant, denn die Eagles spielen diesen Versuch aus. Nicht mehr in diesem Quarter. Es geht rüber ins Schlussviertel. Eine ganz, ganz interessante Situation. Da bin ich mal gespannt. Wir blitzen und versuchen, den Mann durch die Mitte zu stoppen. Philadelphia läuft. Ich glaube, über einen Fullback. Ja, Zach Ertz. Ein neues. Mein Gott, ich brauche doch nur 20 Passing Yards und ich komme mit der Offense nicht mehr auf das Feld. Die Eagles legen hier einen ellenlangen Drive hin. Wentz. Da läuft er selbst. Ja, den tackelst du nicht so einfach. Gehört zur Kategorie der kräftigeren Quarterbacks. Zweiter Versuch und 2. Der Ball an der 13-Yard-Linie der Cardinals. Jetzt ist der Ball an der 2-Yard-Linie. Unglaublich guter Drive, den Philadelphia hier hinlegt. Und das sage ich als Cowboys-Fan. First and goal, die Cowboys blitzen. Da waren 3 Philadelphia-Spieler frei, aber der Quarterback brachte mal Gott sei Dank den Ball nicht dahin, wo er hin sollte. Also die Sachen für den Goal-Line-Stand in diesem Jahr, die sind mau. So will ich es mal ausdrücken. Second and goal an der 2. Lauf von Philadelphia, gestoppt an der 7. Ich bin gespannt, wie lange dieser Drive schon geht. Also wirklich mal gespannt. Third and goal. Jetzt werden die Eagles werfen müssen. Und der ist incomplete. Vierter Versuch. Fourth and goal von der 7-Yard-Linie. Das ist eine undankbare Situation für Philadelphia. Wentz mit der Incompletion. Der Ball zu hoch geworfen. Turnover und Downs. Ballbesitz. Nach unendlich langen Minuten für die Arizona Cardinals. Fitzgerald und Cooper von rechts bzw. auf von der linken Seite und Amai Cooper. Den hat er, das ist ein neues First Down. Wir sind bei 98 Passing Yards. 2 Stück fehlen uns noch. Ein Double Slant und wir schicken unsere Receiver noch einmal wieder tief. Gehen auf Cooper, der geht über die Mitte und das sind die fehlenden Yards. Das hat hier lange gedauert, aber was lange wird, wird endlich gut. 4 Sterne, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.